der Wahnsinn Schneekanonen und Schneetransporte in den Alpen Otter de seltsam kennt sie. Zu diesem Thema möchte ich heute etwas sagen. Heute am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt aus dem Allgäu die Meldung, dass man ja morgen in Oberstdorf mit der Vierschanzentournee Skispringen beginnt. Bis gestern gab es ja nur grüne Wiesen im gesamten Alpenraum, und erst heute Nacht hat es ein wenig geschneit, etwa lächerliche 5 cm. Aber was hat man im Allgäu gemacht? Man hat vorgesorgt und es sind mehrere Lastwagen aus dem hohen Norden, aus Finnland heute angekommen, alle beladen mit Schnee aus Finnland. Und nun kommen die Lastwagen heute an, und es hat heute Nacht etwas geschneit, auch wenn es sicherlich nicht genug ist, aber da es relativ kalt geworden ist, kann man nunmehr auch die Schneekanonen anwerfen. Ich halte es schlicht gesagt für einen Wahnsinn, um so eine Sportveranstaltung durchzuführen, wo man eigentlich immer mit Schneeausfall und gesamten Ausfall der Veranstaltung rechnen muss, hier mit mehreren Lastwagen aus Finnland quasi als aus 2000 Kilometer Entfernung Schnee ankarren zu lassen. Und die Umweltbeschädigung geht ja weiter, jetzt ist der Schnee aus Finnland zwar da, aber das nützt sehr wenig, jetzt müssen die Schneekanonen angeworfen werden, und es muss künstlicher Schnee produziert werden, damit die Vierschanzentournee morgen in Oberstdorf im Allgäu beginnen kann. Ich frage mich eigentlich, wo bleiben hier die Umweltdemonstranten, denn so kann es eigentlich nicht sein, dass Schnee aus dem fernen Finnland in die Alpen mit Lastwagen geschafft wird, nur um da eine Springertournee zu veranstalten. Schauen Sie vielleicht mal morgen oder übermorgen Sportfernsehen, damit man ja übertragen, wie die Veranstaltung in Oberstdorf gelaufen ist, und dann schauen Sie sich bitte auch mal den Schnee an, der dort liegt, der größtenteils mit Lastwagen aus dem fernen Finnland herbeigeschafft worden ist, und der Rest stammt aus Schneekanonen. Natürlichen Schnee können und werden die auf keinen Fall haben, denn es wird sogar etwas kälter, aber es soll kein Schneefall kommen. Eigentlich könnte man auch so eine Vierschanzentournee im Hochsommer bei 30 Grad Hitze veranstalten, Schnee könnte man ja dann aus dem Kaukasus herbeischaffen, und der Springerturnier könnte auch stattfinden. Wenn man die Kritik übt, ist man ganz bestimmt nicht gegen die Sportveranstaltung, aber allein von der Kostenseite her ist es auf keinen Fall gerechtfertigt, den Schnee aus 2000 Kilometer Entfernung per Lastwagen herbeizuschaffen, nur um die Veranstaltung durchzuführen. Man muss dann eben solch eine Veranstaltung absagen.